Ja, hallo, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Courage Skyline Talk. Heute zum Thema Datenschutz. Im Speziellen lähmt zu hoher Datenschutz die Innovationskraft in Deutschland. Ein aktuell heiß diskutiertes Thema. Und mein Gesprächspartner heute ist Dr. Andreas Splitgerber von der internationalen Kanzlei Reed Smith. Andreas, ganz herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Freue mich, dass du dabei bist. Dr. Splitgerber ist Partner im Münchner Büro und Mitglied der Tech und Data Group. Er ist Experte für IT-Recht, für Vertragsrecht, für Datenschutz sowie Internet- und Social-Media-Recht. Andreas, du berätst Mandanten, US-amerikanischen Technologieunternehmen und Internetplattformen, aber auch europäische Technologieunternehmen und Startups. Und dann weiß ich das doch aus unserer Vergangenheit. Du bist mehrfach ausgezeichneter Top-Anwalt bei der Wirtschaftswoche, bei Legal 500. Und zudem hast du, das schon ein bisschen länger her, 2014, ein Praxishandbuch geschrieben zu Rechtsfragen in Social Media. Ja, da Ja. wartet noch die zweite Auflage. Okay. Ja, also ein sehr beeindruckender Lebenslauf. Und Andrea, das Thema heute auch spannend. Daten werden ja häufig als das neue Gold bezeichnet. IT-Konzerne mit datengetriebenen Geschäftsmodellen boomen aktuell, aber auch in traditionellen Industriezweigen verschieben sich Wertschöpfungspotenziale in Richtung digitaler Prozesse und Technologien mit künstlicher Intelligenz. Dieses Wachstum geht natürlich einher mit exponentiellem Anstieg der produzierten und gespeicherten Daten, von denen ein beträchtlicher Anteil eben auch personenbezogene Daten sind. Experten prognostizieren bis zum Jahr 2025 ein globales Datenvolumen von 200 Zettabyte. Ich weiß gar nicht, Andreas, ob wir gelernt haben, so weit zu zählen. Wie viele Nuller sind das? Unix non calculat. Ja, viele, viele. Ja. Das lockt natürlich auch Hacker und Cyberkriminelle, muss ich auch lachen, das sind Cyberkriminelle an. Ein drastischer Anstieg bei Hackerangriffen. Laut Bitkom sind 70% aller Unternehmen bereits schon mal gehackt worden. Nicht alle melden das. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Ja, also oft bleibt dann der Fall einfach unter der Meldepflicht. Aber natürlich gibt es auch oft strategische Erwägungen bei Unternehmen, dass man vielleicht was nicht meldet. Ja, jedenfalls ein horrender Anteil und Zahlen steigend. Das Thema Cyberkriminalität gewinnt daher für Unternehmen weiter an Bedeutung, nicht nur wegen des direkten finanziellen Schadens, sondern einfach auch aus Imagegründen und der Vertrauensverlust bei Kunden und bei Partnern. Aber das Thema Cyberangriffe, wie Unternehmen sich vorbereiten, wie sie in der Krise reagieren können und die Nachbereitung ist jetzt nicht Thema unseres heutigen Videos. Dazu haben du und ich in der Vergangenheit schon öfter Vorträge gehalten, unter anderem bei der IHK und werden das auch im nächsten Jahr. Deswegen kurzer Hinweis, wenn es Fragen geben sollte an dieser Stelle, gerne hier in den Kommentaren oder uns direkt kontaktieren, Herr Dr. Splitgerber oder mich, dann melden wir uns gern bei Ihnen zurück. Das Thema heute ist wirklich das Thema Daten, Datenschutz und Innovationskraft von Unternehmen. Andreas, du als Experte für Datenschutz, wie bewertest du den Konflikt zwischen Innovationsdrang von Unternehmen einerseits und den erforderlichen Datenschutzbestimmungen? Denkst du, wir sind hier in Deutschland auf dem richtigen Weg? Ja, Deutschland und wahrscheinlich auch insgesamt Europa. Ich denke mal beim Datenschutz, also da geht es ja dann immer um personenbezogene Daten, also Informationen, die sich einer Person, einer natürlichen Person zuordnen lassen. Ich denke, dass wir da schon auf dem richtigen Weg sind grundsätzlich. Ich mache ja Datenschutz schon jetzt seit fast 20 Jahren und das war früher wirklich schwierig, auch in Unternehmen den Datenschutz zu beraten, weil da nicht so der Added Value gesehen wurde. Jetzt mit der DSGVO war ich persönlich auch sehr kritisch, als die in SGVO, Kraft sorry, wenn ich getreten ist. unterbreche, für nicht alle Datenschutz Ja, Entschuldigung. der Ja, Grundverordnung. die EU-Datenschutzgrundverordnung, die vor 5 Jahren in Kraft getreten ist. Da war ich anfangs auch sehr kritisch, habe gesagt, das geht zu weit, das wird uns auf die Füße fallen.
Jetzt hat sich aber gezeigt, dass schon eigentlich die DSGVO ein weltweiter Standard geworden ist. Wir sehen auch in Ländern USA, aber auch in Asien, dass ähnliche Gesetze verabschiedet werden. Und ja, man wirklich sagen kann, das ist ein Musterdatenschutzgesetz weltweit geworden. Man muss natürlich schon auch sagen, die DSGVO ist an einigen Stellen zu weitgehend. Ich kenne auch keines bis fast kein Unternehmen, was wirklich jetzt 100% sich im Rahmen der DSGVO bewegt, sondern man muss immer sagen, also es ist schon, also es wäre ein riesiger Aufwand. Natürlich machen es Unternehmen, aber für viele, gerade für mittlere und kleine Unternehmen, ist der Aufwand einfach zu hoch. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der in der DSGVO noch nicht richtig abgebildet ist. Und wenn wir uns überlegen, wer bringt Innovation, das sind oft auch Startups, die kämpfen natürlich dann mit der DSGVO, beziehungsweise sagen dann, naja, dann müssen wir erstmal vielleicht unseren Business vorantreiben und dann kümmern wir uns um die DSGVO danach. Okay. Wir haben da auch bestimmte Bereiche, also einmal sind eben sozusagen die, sagen wir, DSGVO sollte sich hauptsächlich an große Unternehmen richten, kleine und mittlere. Wäre es schön, wenn man da so ein Ausnahmeregelungen hätte, damit die Regeln nicht ganz so stark sind. Es gibt auch bestimmte Bereiche, mir fällt jetzt gerade ein, zum Beispiel Nutzung von Video-Chats in Schulen oder Cloud-Lösungen, die den Schulunterricht stützen. Ja, da sind natürlich personenbezogene Daten dabei, aber also gerade jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit war das ja wahnsinnig wichtig, dass da irgendwie der Schulbetrieb aufrechterhalten wird. Und da war der Datenschutz wirklich ein Hemmschuh. Bei Corona insgesamt hat sich auch gezeigt in vielen Bereichen. Also die Corona-App zum Beispiel, die hätte viel besser funktioniert, wenn da nicht der Datenschutz so streng gewesen wäre. Also deswegen, ja, Hemmschuh, oft müssen Unternehmen, und man sieht es auch bei den großen Tech-Unternehmen, ein Risiko gehen und sagen, naja, jetzt, das ist ein neuer Bereich, den dehnen wir mal aus, damit wir Innovation vorantreiben können. Und aber auf der anderen Seite meine ich schon, also ich bin ja eher ein praktischer Datenschützer, aber ich meine schon, dass es in einigen Bereichen schon auch wichtig ist, den Datenschutz zu haben. Ich denke gerade so an viele jetzt neue Lösungen im Bereich der Öffentlichkeit mit Video oder Bild, also zum Beispiel die selbstfahrenden Autos. Oder auch jetzt so nach dem Handy kommt ja vielleicht irgendwie so eine VR-Brille mit jede Menge technischen Möglichkeiten und auch dann viel Filmen und Fotos, dass man da schon, dass der Datenschutz schon da zu Recht reguliert und irgendwie schaffen es die Unternehmen ja dann auch immer, eine Lösung zu finden, wie man dann die Technologie trotzdem auf den Markt bringen kann und den Datenschutz zumindest in den Grundsätzen auch befriedigen kann. Tut sich denn irgendwas bei kleineren und mittleren Unternehmen? Wird das aktuell diskutiert oder kann man da vielleicht mit einer Lockerung rechnen? Ja, ich glaube leider nicht. Also es waren jetzt mal Gespräche, dass es ein Update der DSGVO gibt. Die sind meines Wissens aber abgebrochen. Also da ist jetzt rausgekommen, es wird nichts geupdatet. Ein Thema war genau das. Aber ja, also leider glaube ich nein. Ja, nein, ja. Ja, und es wird ja nicht weniger kompliziert jetzt mit künstlicher Intelligenz. Ich meine, auch da eskalieren ja nochmal die Menge der Daten und die Gefahr, dass Daten missbraucht werden. Ich meine, KI braucht ja zur Weiterentwicklung Daten, mit arbeiten diese Modelle ja. Und deswegen wurde auch der AI Act ja ins Leben gerufen. Was für Laien, Andi, beinhaltet dieser legislative Act? Wann wird er wirksam? Ja, also vielleicht nochmal um das Gesamtbild auch für die Laien. Also es wird gerade immer komplizierter mit diesen, ich nenne es jetzt Datengesetze. Also wir haben die DSGVO als Datenschutzgesetz. Da geht es, wie ich gesagt hatte, um personenbezogene Daten. Und dann gibt es jetzt noch die sogenannte europäische Datenstrategie.
Zu der zählt der AI Act, da gibt es aber auch noch andere Gesetze, zum Beispiel den Data Act. Da geht es darum, dass Unternehmen, die Connected Devices zum Beispiel betreiben oder vertreiben, dass die Daten auf Anweisung des Nutzers mit anderen Unternehmen tauschen können oder sollen. Data Governance Act geht in die gleiche Richtung, auf öffentliche Hand mehr. Dann gibt es noch die NIST 2.0 Richtlinie, da geht es um IT-Sicherheit, vor allem bei kritischen Infrastrukturen. Dann gibt es noch den Cyber Resilience Act, da geht es um Datensicherheit bei digitalen Produkten. Und dann gibt es noch den Digital Services Act, da geht es um Regelungen bei digitalen Plattformen. Ja, das war jetzt ganz schnell, nur dass jeder vielleicht mal nur mal die Ja. Gesetze gehört hat. Und vielleicht sich grob schon denken kann, okay, das gilt bei mir, das ist bei mir nicht. Und der AI Act ist ein wichtiges, großes Gesetz da mittendrin in dieser Strategie. Und da geht es im Prinzip um den verantwortungsvollen Einsatz und das verantwortungsvolle Entwickeln von AI-Lösungen. Okay, was ja eine Herausforderung ist. Und das zählt nur für Deutschland oder Europa. Genau. Das ist ein europäischer, das heißt Act ist aber eine Verordnung. Es heißt, es muss im Mitgliedstaat nicht noch extra umgesetzt werden in ein lokales Gesetz, sondern es ist so wie die DSGVO. Also es wird auch auf europäischer Ebene entschieden. Jetzt gerade sind die sogenannten Trilogverhandlungen. Da verhandeln jetzt die europäischen Institutionen hoffentlich oder hoffentlich nicht, vielleicht finalen Text. Der soll vor der Wahl zum EU-Parlament im nächsten Jahr idealerweise verabschiedet werden. Und dann haben Unternehmen nochmal 2 Jahre Zeit, die Regelungen umzusetzen. Also wir reden da so über 2026. Dann müssen Unternehmen die Regelungen umsetzen. Lohnt sich aber jetzt schon reinzuschauen, weil es geht da nicht nur um Regelungen, die jetzt zum Beispiel Unternehmen einhalten müssen, die AI anwenden, sondern auch solche, die entwickeln. Ja, und da muss natürlich, weil wir haben einen Entwicklungszyklus, da müssen Unternehmen dann jetzt schon langsam damit anfangen, sich mit den Regeln vertraut zu machen, um dann, damit dann die entwickelten Produkte in 3 bis 4 Jahren auch dem Standard entsprechen. Frage an dich. Ich meine, die Big Tech-Unternehmen sitzen ja alle in den USA. Inwieweit sind die beeinflusst durch diesen AI-Act in Europa? Einfach gesagt ist es so ein bisschen wie bei der DSGVO, dass auch solche Unternehmen unter den europäischen AI Act fallen, wenn sie Produkte in Europa anbieten. Also wenn sie sich auf dem europäischen Markt bewegen, dann müssen auch diese Unternehmen den AI Act einhalten. Also LinkedIn, ChatGPT. Genau, ja. Okay. Müssen dann hier diese Regelung einhalten. Müssen Okay. die Regelungen einhalten? Ja, genau. Und also, wie gesagt, es geht um verantwortungsvollen Einsatz. Es geht um eben auch also den Schutz der Menschenwürde beim Einsatz von AI. Das sind also die Ziele, finde ich völlig richtig. Und das ist auch wichtig, weil wir tatsächlich AI ist, also kann gefährlich sein. Und deswegen muss man da irgendwie Regeln aufstellen. Ob das jetzt so gelungen ist und wird mit dem AI Act, weiß ich nicht. Also da soll es so 4 Kategorien von AI geben, je nachdem, wie riskant die eingestuft werden. Bestimmte AI, die gerade so im Bereich Persönlichkeitsbewertung, auch öffentliche Hand, die soll gar nicht erlaubt sein. Und dann gibt es so Stufen. Hier unser ChatGPT fällt auch in eine der unteren Stufen rein, also jetzt nicht so ein Hochrisikoprogramm, aber selbst da Was sind denn Hochrisikoprogramme, Andreas, beispielsweise? Was würde dazu gehören? also sofortige biometrische Erkennung von Personen im öffentlichen Raum, also Videokameras mit Erkennung von Personen und dann eben ja, was auch immer daran geknüpft wird.
Okay. Oder auch viel im Bereich Bewerber, Arbeitnehmer, Bewerberbewertungen, ähnliche Themen. Okay, Pharmabereich vermutlich Bio. Ja, Oder? also genau, im Prinzip, wo eben die Maschine wichtige Entscheidungen trifft über Persönlichkeiten oder Menschen. Da Okay, gibt es dann eine was Liste ja. an dem AI Act, und das ist so ein bisschen auch meine Kritik und auch die Kritik von Unternehmen, dass der schon sehr ins Detail geht und auch wahnsinnig viele Pflichten enthält. Also jetzt so jemand wie ChatGPT muss zum Beispiel transparent darüber informieren, wie es funktioniert. Die müssen über die urheberrechtliche Compliance ihrer Lösung berichten, müssen viele Informationen hinterlegen, müssen das Programm dann monitoren. Und das ist schon eine hohe Latte. Gerade so im Vergleich, wenn man sich es anschaut, in den USA gibt es auch Diskussionen Ja. für so ein Act. Da gibt es jetzt so eine Executive Order, die kam vor einer Woche raus zur Nutzung von AI. Und das ist mehr so ein Selbstkontrollmechanismus als jetzt, also da werden Prinzipien aufgestellt, die sind schon die Messlatte, aber die Unternehmen sind mehr aufgefordert dazu, eben sich selbst zu regulieren. Ist halt nun mal der amerikanische Ansatz, ja. Aber der wird erst in dem Bereich, wir haben ja vorhin Innovation, Datenschutz und jetzt hier Innovation, AI, also da habe ich jetzt schon meine Zweifel, ob der AI Act so ein Exportschlager wird wie die DSGVO. Ja, ich meine, wenn nun mal diese Modelle alle von Daten leben und es wird einem so schwierig gemacht, dann ist es schwer vorstellbar, dass Deutschland hier eine führende Rolle haben wird. China hat Ja. wahrscheinlich kaum, wenn überhaupt, gesetzliche Vorgaben. USA, wie du eben sagst, selbstverantwortlich und dann sind wir eben sehr reguliert. Ja. Okay, aber wir müssen jetzt nicht fürchten, wie in Italien damals, dass uns ChatGPT dann sagen wird, ihr seid mir zu mühsam in Deutschland oder wir schalten ab. Weil es ist ja auch für den Einzelnen sehr wichtig und man lernt ja damit zu arbeiten, umzugehen. Es ist eine unheimliche Erleichterung, auch für kleine Unternehmen gerade. Ja, also ich kann es nicht ausschließen. Also in Italien hat es ja die Datenschutzbehörde untersagt. Ich meine, wir sehen jetzt sogar in den USA, also da ist jetzt tatsächlich bei diesen AI-Lösungen weniger gerade der Datenschutz und die Menschenwürde das Thema, sondern Copyright, also Urheberrechte, dass eben die AI-Entwickler ja zur Sammlung ihres ja, Data Lakes und zum Lernen der Lösung des Internets scrapen oder andere Quellen ohne Rücksicht auf jetzt Urheberrechte vor allem, also wem gehören die Inhalte? Und da gibt es in den USA jetzt auch schon Gerichtsverfahren, dass bestimmte Lösungen nicht mehr eingesetzt werden können. Okay, verstehe. Ja, praktisch Also, es kann immer lernen. passieren, leider. Ja. Ich denke, Andi, wir könnten hier wirklich ewig sprechen. Das ist so ein spannendes Thema, was mit Sicherheit auch viele interessiert. Aber interessant wäre jetzt nochmal zum Abschluss deine Einschätzung auch der Entwicklungen im nächsten Jahr. Welche Herausforderungen, welche juristischen Herausforderungen, potenziellen Fallstricke können auf Unternehmen zukommen? Oder positiv ausgedrückt, was ändert sich im nächsten Jahr deiner Ansicht nach? Also was ändert sich denn wirklich leider für uns Anwälte, nicht zum Glück, aber wir haben natürlich viel Arbeit damit, diese ganzen europäischen Gesetze. Also die sind wirklich, wie ich vorhin genannt hatte, diese EU-Datenstrategie, das sollte sich eigentlich jedes Unternehmen zumindest mal im Grundsatz angucken und schauen, falle ich in diese Gesetze rein oder nicht. Ja, also zum Beispiel NIS 2.0. Das ist unser heutiges IT-Sicherheitsgesetz. Okay. Also das ist eine Richtlinie, die muss umgesetzt werden noch. Das gilt vor allem für die Betreiber kritischer Infrastrukturen, PK-Anbieter, Stromanbieter und so weiter. Wird aber jetzt ausgeweitet auch auf einfach nur digitale Marktplätze zum Beispiel. Also die hatten einen viel breiteren Anwendungsbereich. Da kann man nicht mehr sagen, okay, unterm alten IT-Sicherheitsgesetz war ich nicht drin, jetzt auch nicht, sondern leider müssen Unternehmen da wirklich mal reinschauen und gucken,
Also das, und da wird sich nächstes Jahr werden diese ganzen Gesetze verabschiedet auf europäischer Ebene. Also das ist auf jeden Fall unbedingt ein To-Do für alle Unternehmen hier in Deutschland. Ja. Und sonst, ja, es ist, der Dschungel wird leider größer. Wir haben es zum Beispiel jetzt neulich gehabt, zum Beispiel im deutschen Zivilrecht gab es neue Vorschriften zum Bezahlen mit Daten. Also, dass man statt Geld mit Daten bezahlt, kennen wir ja jetzt auch so im Internet, bei Zeitungen zum Beispiel, dass man da entweder ein Abo bezahlt oder man wird getrackt mit den Cookies. Diese Verträge, die sind angelegt im deutschen Zivilrecht, dann möchte man ja meinen, okay, dann passt alles, aber nein, man muss dann schon, wenn man das Unternehmen dann bezahlen mit Daten anbietet, muss man Datenschutz nochmal separat prüfen. Also die beiden sind nicht abgestimmt, ja. Und das sieht man so ein bisschen auch in der europäischen, dieser Datenstrategie ist auch nicht alles so leider miteinander abgestimmt. Also das ist nochmal auch ein Aspekt, den Unternehmen im Auge haben müssen. Und mal wie es bei allen Innovationen ist, ist immer die Leitlinie, was geht, ist nicht immer erlaubt, gilt auch weiterhin. Und das sollten jetzt gerade Unternehmen, wenn sie neue Technologien einsetzen, bedenken. Wir hatten es früher, ich nehme das Beispiel, diese Musiktauschbörsen, als da fröhlich getauscht wurde und man hat sich gefreut, wie es funktioniert technisch, aber leider rechtlich war es ja dann nicht ganz so sauber. Und jetzt haben wir bei AI zum Beispiel so ein ähnliches Thema. Also auch wenn man sich eine AI-Lösung anschafft, dass man schon guckt, wurde die zumindest einigermaßen rechtskonform entwickelt? Und kann ich die auch in meinem Unternehmen dann der tolle Funktionalität, ich bewerte automatisiert die Bewerbungen auf bestimmte Positionen, das ist super, aber vielleicht oder nee, auf jeden Fall immer gucken, darf ich das auch überhaupt so einsetzen? Okay. Das heißt, es tut sich, viele Unternehmen müssen sich darauf einstellen, aber es gibt eine Schonfrist von 2 Jahren, hast du gesagt, und danach vermutlich werden wieder Strafen fällig sein. Ja, also AI-Act ist schon Frist 2 Jahren, die anderen Gesetze auch so mehr oder weniger. Ich würde sagen, diese Umsetzungsfrist ist eigentlich immer angemessen. Ja, klar, danach gibt es dann wieder Bußgelder. Wobei ich sagen muss, also um vielleicht den Kreis zu schließen zu deiner Eingangsfrage, mit den Bußgeldern sind die Datenschutzbehörden schon verhältnismäßig umgegangen bis jetzt. Und ich glaube auch nicht, dass sich da so viel ändern wird. Also wir haben hohe Bußgelder gegen große Unternehmen. Und bei kleineren Unternehmen sehe ich schon eher, dass versucht wird, ohne Bußgeld irgendwie die Situation zu klären. Also, dass man da zumindest diesen Punkt ausgleicht. Ja, kleine und mittlere Unternehmen können vielleicht nicht alles von der DSGVO erfüllen. Und dann sind wir bei der Durchsetzung ein bisschen entspannter. Okay, alles klar. Andreas, dann ganz herzlichen Dank erstmal für diesen ersten Eindruck. Und gibt es noch irgendetwas, was du den Zuschauern ja mit an die Hand geben möchtest? Oder ansonsten auch gut, wir haben ja relativ viele Themen wirklich angesprochen. Ja, also es hat mir sehr Ja. viel Spaß gemacht. Vielen Dank und immer gerne, bei Fragen stehe ich immer gerne zur Verfügung. Und ja, es wird komplex, Ja. aber lassen Sie sich nicht aufhalten. Innovation muss und wird vorangehen. Auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Okay, prima, alles klar. Andreas, ganz herzlich.